Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Jo, diesmal ein bisschen später am Abend, sollten mehr Spiele jetzt da sein. Nur es sind ganz viele Igen hier und greifen natürlich jeden an, der gerade hier ist. Aber die Leute, ja, sie tun einfach mal nie helfen. Also ich bin jetzt mehrmals unsichtbar hier hingegangen. Und ich sah immer die Igen, also die Igen bleiben einfach hier. Weil sie werden nie angegriffen. Und ja, ich wollte ja eine Aufnahme machen, wo ich zeigen kann, ja, es ist wirklich was los. Aber scheinbar bremst sich das halt einfach, dass die Eisenhardt wirklich das mit Abstand schlechteste und leider auch ein bisschen das dämlichste Volk ist. Aber gut, Dankeschön trotzdem eben für die Hilfe und so weiter. Nur eben, es wird die ganze Zeit halt einfach immer wieder genervt in-game. Da kann man halt nicht so gute Aufnahmen machen und so weiter. Ich möchte ja auch nicht immer zeigen, dass ich sterbe, sterbe, immer wieder sterbe. Ja, und AFK-Leute sehe und so weiter. Aber gut, jetzt sind sie weg. Ey, ich muss mehr aufnehmen. Leute, ich muss mehr aufnehmen. Also danke für die Hilfe im Chat, also ja, in den Videos. Da hat ja immer geschrieben, ich sollte vielleicht 1 Uhr morgens vorbeischauen, dass ganz viel los ist, aber das ist für mich halt einfach zu spät. Und ich möchte ja nicht unter Argentinien spielen, sondern unter Deutsche, deshalb nehme ich so ungefähr 21 Uhr auf. Oder 8 Uhr, also 20 Uhr. Ja, ich mache jetzt mehr auf Sicherheit, weil es sind schon extrem viele Leute irgendwo online. Aber auch sehr viele Eisen, die leveln. Wieso tun die nicht ihre normalen Charaktere spielen und uns helfen? Anstelle immer die ganze Zeit zu farmen. Ist das Event eigentlich immer noch da? Kann sein, aber eben es nervt mich halt, dass ich kaum leveln kann, weil andere die Monster immer wieder wegnehmen. Also das ist halt einfach so. Es nervt einfach. Regnum ist halt meistens ein bisschen am Nerven und deshalb bin ich manchmal auch nicht gerade so gut aufgelegt. Was soll ich sagen? Mir macht Regnum so viel Spaß wie noch nie. Nur man hat halt einfach dann die ganze Zeit dann irgendwie das Gefühl, man muss nicht so viel spielen. Also ich habe jetzt echt den Barbaren nicht mehr gelevelt. Den Beshi habe ich nur ein Level gemacht und beim Jäger habe ich gar nichts gemacht. Weil ich einfach auch nicht immer so Bock habe, die ganze Zeit auf die Schnauze zu geraten. Ich bin zwar wirklich wenig am Sterben, andere sind mehr am Sterben. Zugute von mir, weil ich dann noch abhauen kann, also dass sie zuvor sterben und ich noch abhauen kann. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist wirklich momentan einfach zu nervig, dass so viele Leute diesen AXP-Boost wahrnehmen und eher einzelne Leute angreifen vor dem Bind oder so. Und nicht Warzone Schlachten machen. Aber was ist denn mit der Community los? Also, ja, muss die Community echt ein bisschen nerven? Ist das einfach so? Ich habe es ja das letzte Mal auch gezeigt, ich konnte da die Quest nicht machen. Ich konnte sie einfach nicht machen. Dorthin zu gehen, beim Orklager der Igen und kurz ein paar Dinge zu töten. Orks, oder? Also, ich weiß es nicht. Und weil ich nicht so, also weil ich ein bisschen nervenschwach bin in letzter Zeit, hat schon extrem auf die Nerven geht, mache ich jetzt einfach momentan den Beshi weiter und den Jäger eigentlich nicht. Ich habe das schon erobert. Ja, was sollen wir tun? Das eine wäre, wir gehen jetzt kurz ins Board und greifen alle Gegner von oben an. Ich habe noch einen Tipp bekommen, ich müsste den Buff hier mehr einsetzen. Weil ich den Stun nicht so will. Ja. Stun brauchen wir aber. Machen wir doch das am besten so. Gut. Können wir die erreichen? Ne, das sind auch Eisen hier. Ein Eisen, der ja, sterben möchte scheinbar. Okay, wir schlagen sie wieder zurück. Wir gehen wieder runter. Ah, da ist ja einer. Ja, sicher. Ah, immer das Abbrechen von diesen Blöden.
sieht mich. Geht's? Hallo, Charakter. Komm mal raus, ey. Okay, einer ist da rausgekommen. So, hier ungefähr. Ja. Kann ich durchschieben? Nein, aber er hat den Bogen. Der hat Angst vor mir. Der hat immer Angst. Ich muss irgendwie die Mitspieler immer erinnern, dass da ein Gegner ist oder so. Weil viele Spiele einfach gar nichts sehen. Also, auf den Screenshot. Also, die Grafikeinstellungen wahrscheinlich schlecht hat oder haben oder so. Aber auf jeden Fall sehe ich immer alle Gegner sofort. Weil ich wahrscheinlich auch sehr viel mehr daraus mache. Also, einfach ein bisschen halt offensiver spielen, ein bisschen vorsichtiger. Ja, sehr gut. Jetzt komm, komm. Nein! Einsetzen. Okay, wir haben ihn. Brachte uns halt nicht so viel, weil wir wenige Gegner getötet haben jetzt, aber ich möchte ja auch eher so ein bisschen lustiger spielen als schlechter. Oder besser, oder? Ja. Eher besser. Ganz viele angegriffen, sehr gut. Wieso sind diese offensiv? So, jetzt den Buff. Sehr gut. Da auch. Da habe ich nicht angreifen können. Da hat sich irgendwie geschützt. Oh. Ja gut, ich habe. Ja sicher! Ach, die Ritter immer. Die Ritter sind immer so OP, weil sie so sofort stunnen können. Gar nichts machen müssen. Ja, ich habe jetzt sowieso keine Chance gehabt. Aber wieso sind Ritter so mega schnell? Was macht das für einen Sinn, liebe Leute? Wieso sind Ritter immer so schnell und stunnen immer so schnell? Weil sie sich auf das auslegen, klar. Aber ich meine einfach, Regnum. Das ist ein Rollenspiel und kein, ja, ich kann alles machen, Simulator. Bin ich natürlich sofort tot. Schade. Echt schade. Ja, ihr seht's also. Man hat eigentlich immer sofort keine Chance. Es motiviert einfach nicht. Ich habe immer so Motivation, Warzone zu machen, aber Warzone, Spieler gegen Spielekämpfe, motivieren einfach null. Sie demotivieren ständig. Es ist ja wirklich super toll, dass ich da, ja, wirklich schon viel machen kann, aber ich bin einfach zu schwach, zu low-levelig. Das motiviert mich gar nicht so, Warzone zu machen. Eher das Rollenspiel in sich. Also wirklich das Items farmen und so. Da muss ich halt immer wieder ein bisschen mich rausbringen, also motivieren irgendwie doch jetzt wieder weiter Warzone zu machen. Aber euch gefällt es. Also ich mache natürlich weiterhin Warzone Sachen. Nur ich muss halt einfach mich rüberbringen, dass ich einfach der Schwächste bin. Meistens. Bis ich dann endlich mal auch Level 60 mit dem Jäger bin. Ich würde gerne eben ja, halt den Beshi eher zeigen. Auch wenn es vielleicht nicht alle so motiviert. Ich habe ja noch einen Barbar, aber der braucht halt auch noch bessere Items. Ja. Also ich kann schon gerne viel Geld investieren. Vor allem für die Begleiter muss ich ja noch Geld investieren. Und so weiter. So. Ja, werden wir dann sehen, also Lootboxen halt verwenden. Tut mir leid, aber ja, die Entwickler ja, wollen das halt so. Ich investiere es, aber empfehle es keinem, Lootboxen zu verwenden. Okay, der Butcher. Okay, der Game Master, also der Ding. Adrian wahrscheinlich will etwas sagen gerade. Gut. Der Butcher ist sozusagen der König.
Komm, Spiel. Ja, und jetzt? Was ist jetzt? Hatte mal diese Funktion wieder ausgetestet. Okay. Ja, und wieso ist der Turm eigentlich jetzt wieder feindlich? Scheinbar kommt nichts. So, gestanden irgendwie so 10 Sekunden oder 14 Sekunden. Ja. Irgendwas so. Okay, passiert nichts. Ja, da hat er ausgetestet. Sorry, ich stalke dich. Zu mir? Ich werde gestalkt. Ja. Niemand hier mehr? Leute, ich will gemeinsam hoch. Aha. Okay. Gut, dass er mich nicht gesehen hat. Samalfort ist immer noch unser. Ja, ich werde wahrscheinlich wieder abgefangen irgendwo. Aber ihr merkt, dass es mir echt keinen Spaß macht, wenn ich die ganze Zeit irgendwie abgefangen werde jetzt. Ah. Es ist eine echte Herausforderung. Ich zeige euch Live-Bilder von mir, oder? Und verliere die ganze Zeit, weil ich natürlich echt aufgeschmissen bin. Aber gut. Ach komm, ey. Kein Bock mehr. Echt kein Bock mehr. Ich muss mehr tarnen. Deshalb habe ich ja überhaupt den Jäger gemacht, damit ich aufnehmen kann und trotzdem noch in Sichtweite sein kann, ohne zu sterben. Ja, okay. Es wurde eingenommen. Also da hier ist wahrscheinlich fertig. Werde ich mal kurz... Ja, der Jäger ist natürlich... Boah, Mann! Wie übermächtig die Jäger immer sind! Was ist denn los mit denen? Macht es denen so viel Spaß, so übermächtig zu sein? Okay, hier war ein Gegner, weil die Hähne, also das war wieder ein Bug. Die Hähne immer wieder abhauen und wieder zurückkehren. Aber, ja. Ich fühle mich jetzt viel sicherer wieder. Jetzt gehen wir zu den Orks, weil jetzt gerade nicht so viel los ist. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade das abbreche, aber wo soll ich jetzt hingehen? Also ich muss wieder die Egen. Ja, sicher, ich war doch gerade in Markusberg vor und habe keine gesehen. Keine Egen. Die sind von oben gekommen, von Manny wahrscheinlich. Ja, dann werden wir mal Orks probieren nochmals zu töten und gehen sofort zu Augsburg rüber. Ja, so wird man eigentlich im Krieg verarscht. Man geht immer irgendwo hin und dann ist fertig. Und dann ist irgendwo anders etwas los. Und wenn man dorthin geht, dann ist dort fertig. Und so wird man verarscht. Also schaffen wir einen Ork wenigstens, weil wir brauchen glaube ich nur noch 4 oder so. Die Spieler, die sind die ganze Zeit auch hier, weil hier einfach so eine zentrale Ebene ist, wo sie herumlaufen. Also es kann schon sein, dass wir das jetzt wieder nicht schaffen. Aber wenn wir endlich die Quest haben... Okay, noch 3. Gut. Dann ist endlich fertig hier. Okay, es waren nur 1 oder 2 Parts. Trotzdem. Das hat natürlich eine Quest, die einfach nicht geht. Ach man. Liebe Entwickler, solche Quests nicht mehr machen. Einfach aufhören mit solchen Quests, sie wegmachen. Ich gehe jetzt mal dort hinten beim Ding hin und heil mich, weil hier werden sie mich finden. Und hier gibt es glaube ich auch mehr von diesen jungen Orks. Oh Mann. Einfach mal meine Gedanken zu überleben von anderen Spielen und so. Ist einfach bei Retnum zunichte gemacht. Okay. Der Barbar in OZ wurde erledigt, in Syrte. Eifix. Jäger. Sauerkraut. Mein Ex-Klon. Tollster Clan. Ja. Wirklich richtig Leute, die nie gestresst sind, so immer fröhlich sind und helfen.
erklären, Sachen erklären oder einfach auch eben die Ork-Bosse töten mit mir zusammen und so. Echt toller Clan. Nur eben sind sie voll, also ich kann leider jetzt momentan mit denen nicht so viel machen. Sie kommen auf mich zu, wenn irgendwas los ist. Und nicht ich, oder ich will denen ja auch nichts irgendwie etwas zwingen oder sonst irgendwas. Aber ich bin am liebsten einfach clanlos, dann habe ich keine Anforderungen an den Clan. Weil ich habe ja gesagt, zu den Braces vor allem, dass ich jetzt auch nicht unbedingt extrem viel machen will zum Clan. Und das hat ja so nicht so funktioniert. Die Leute sind ja natürlich schon extrem regnungssüchtig, dass sie eigentlich ja so etwas gar nicht dulden. Aber merken, dass Videos hochladen und bereit sein für ein Video und alles Mögliche auch sehr viel Zeit braucht, weil man einen Fulltime-Job hat und so weiter. Das merken sie nicht. Also man muss halt keinen Job haben, sehr viel Geld vom Papa haben und so Sachen, damit man wirklich gut ankommt in den Profi-Gilden-Clans. Und da bin ich nicht bereit. Also ich sage, ich möchte jetzt eigentlich in nächster Zeit eher gegen, also clanlos sein, damit ich wirklich nur 30 Minuten pro Tag auch aufnehmen kann und dann halt eher leveln, Twinks leveln muss oder eher normal level und nicht mit dem. Aber wer natürlich schon gerne mich im Clan haben will und einfach nicht so viel Hilfe braucht von mir, was ich aber sowieso noch nicht so viel geben kann, der kann natürlich schon gerne mich im Clan einladen. Aber es gibt jetzt auch sehr wenige Clans, deutsche Clans. Also ja, sie sind aufgesplittet, aber nicht aktiv. Also was ich sehe, ist Pizza Bros, die sind deutsch, und ich sehe Sauerkraut, die sind deutsch. Jetzt frage ich mich, welcher Clan ist noch deutsch? Weil viele haben ja natürlich englische Namen. Okay. Also Aggersborg wurde eingenommen, wurde nicht eingenommen, gut. Ich habe ja im letzten Part gesagt, dass Paar wirklich lustige Namen haben. Heute hat es wirklich alles. Also wenn euch mit dem Beschi von Birka nach Monsognir und wieder zurückging, habe ich 5 oder 6 Mal den gleichen Charakter gesehen. Der heißt Cool Boy. Aber mit O-H-I-S. Also Boys mit H vor dem Y überhaupt. Und der hat sich einfach immer wieder getötet und ist wieder von Monsognir nach Birka gegangen. Dadurch habe ich ihn 5 Mal gesehen, von der Strecke Birka nach Monsognir 5 Mal den gleichen Charakter zu sehen, der durchläuft, oder? Ist sonst nicht möglich. Der hat sich also immer wieder umgebracht. Der war so gelungen. Also der Name ist ja gar nicht mal so schlecht. Also er ist ein cooler Boy, der sich umbringt. Aber es ist einfach geil. Und dann habe ich oben bei Rorikstadt noch einen Charakter gesehen, eine Frau, die, ja, ich sage jetzt den Namen nicht, aber sehr fetischistisch klang. Also, wer sich da mit Sadomaso oder so auskennt, ja, der weiß wahrscheinlich, wie sie hieß, aber sie hieß Girl am Ende. Sie hieß irgendwas mit Girl. Und ja, gut, wenn man so will, so sexistischen Namen wählt, da muss man nicht wundern, wenn man gebannt wird. Aber im Regnum wird man halt nicht gebannt, egal was man für einen Namen macht, sich nimmt. Weil, ja, es gibt hier keinen Support. Es gibt gar nichts. Es gibt nicht mal, ja, ein Game Master. Es gibt keine Game Master mehr wahrscheinlich. Außer sie sind eben sehr inaktiv. Also, was wir machen, ist jetzt kurz wieder unsichtbar, damit wir beim Turm durchkommen.
Jo, also man findet sehr viele Leute und sehr lustige Namen und alles Mögliche. Oh, okay, nach Westen. Ein Krieger nach Osten, das ist wahrscheinlich der, den wir gerade gesehen haben. Sehr interessant, dass er hier im Westen irgendwo eine Gruppe wartet. Vier Leute, nein, sechs Leute sogar. Bei Magier sind noch zwei hier. Okay. Alle Charakterklassen sind hier. Vielleicht, oder zwei Jäger oder zwei Schützen noch. Aber ist jede Charakterklasse eigentlich, also genau sechs, acht. Das kann ich nicht mehr zählen. Sechs, ja, sind, oder? Finde ich irgendwie cool. Aber die will ich jetzt gerade sehen. Die müssten hier oben sein, aber wahrscheinlich schon wieder mehr. Vielleicht ist es wieder die Gruppe, die ja, mich angegriffen hat, also fast erledigt hat. Und ja, die ganze Zeit beim Band herumläuft. Okay, das wäre eigentlich interessant, mal die Leute zu finden. Ja, jetzt sind sie weg. Okay, vielleicht sind sie es doch nicht gewesen, aber einfach am Band auf die Leute zu warten, wie langweilig ist denn das für, also, ja. Das machen sie nur aus Langeweile oder weil sie halt ein paar Mastercoins brauchen, aber es nervt extrem für die Gegner vor allem. Dass man einfach so nervig ist und Band hockt, nichts anderes macht. Ja, nach Süden sind sie wahrscheinlich. Aber wir sind wieder sichtbar. Ja, das sieht man sie nicht. Also, das sind zu weit weg. Das sind 200 Meter. Kann man eben nicht sehen. Leider auch wieder heute in diesem Part wenig los gewesen. Tut mir leid. Das ist einfach das Spiel. Das sind die Spieler und nicht ich. Also, wenn es euch eben interessiert, dann schaut am besten zu. Wenn es euch nicht so interessiert, dass ich nicht so viel machen kann, dann müsst ihr auch nicht schauen. Also, dann könnt ihr auch ein bisschen vorspulen. Ah, da ist jemand. Hä? Sieht er mich? Der macht irgendwie komische Bewegungen. Okay, Loki beschützen. Sehr gut, da ist noch ein Magier. Ja, das war eine gute Aktion. Sehr schön. Okay, dann haben wir nochmal einen geholt mit 11 Königreichspunkten. Da haben wir so viel geholfen. Wow. Aber schön zum Abschluss. Ist da noch einer? Ne, das ist aber nur ein Buff. Also, was haben wir denn? Wir haben gar noch nicht so lange das Video. Wir könnten noch ein bisschen machen. Sniper X ist hier. Cool. Es ist immer schön. Es ist immer so familiär, wieder Spiele zu sehen und so. Es ist einfach ein mega Rundspiel, das halt ein bisschen zerstört wird, das schlechte Kampfsystem. Und durch dieses unfaire Zeugs immer. Es muss weniger unfair sein. Es soll lieber ein Kampf sein, als ein Stun, Stun, Stun. Ja, Übermacht. Oh, gewinnt gegen Untermacht. Und so weiter. Also es muss noch viel gemacht werden, und das wird nicht gemacht. Deshalb ist ja Lorum momentan in der Mache. Aus dem Generve von den Spielen wurde ein Spiel gegründet, was eigentlich jetzt schon besser ist als Regnum. Aber die Grafik nicht so natürlich und ja. Aber man kann es halt noch nicht so spielen, weil viele, ja, vor allem, ja, viele Features halt noch fehlen. Aber das werde ich natürlich sehr gerne dann immer zocken. Auch ein paar pro Tag, denke ich mal. Und Regnum ein paar pro Tag lassen. Bis dann halt Regnum halt wahrscheinlich dann irgendwann mal wahrscheinlich untergehen wird. Keine Ahnung. Ich kann es leider nicht sagen. Aber es ist ja nicht so,
gut für Regnum, oder wenn die Entwickler gar nichts machen. Wir haben Langeweile. Wir haben Langeweile. Die Egen sind zu faul, sie kommen nicht her. Scherz. Aber ja, jetzt gerade wieder nichts zu tun. Hä? Die Leute wollen lieber hier bleiben. Okay. Ja. So untermächtig wir sind. Ich werde wieder einen Beshi leveln. Und dann irgendwo ein paar Parts den Beshi halt auch wieder ein bisschen zeigen. Vielleicht schon früh in der Warzone, wer da darf sterben. Aber ja, Jäger macht mir einfach mehr Spaß. Also, es kann sein, dass ich in der nächsten Zeit eher so Stealth mache. Oder ich mache, da ist irgendwo ein Jäger von den Typen. Okay. Okay, sind also alles. Dass ich eher Stealth mache. Damit ich euch auch ein bisschen mehr zeigen kann vom Krieg. Oder ich mache mit und sterbe halt immer wieder und muss immer wieder hinlaufen. Und das ist für euch wahrscheinlich dann langweiliger. Aber ja, es sind sehr viele jetzt auch wieder AFK hier. Gut. Bohrmaschinen. Okay. Habe ich auch noch nie gehört. Tschüss, liebe Leute, und genießt es. In diesen schweren Zeiten des Coronas. Und ja, bis morgen. Nächster Part kommt morgen. Tschüss.